Geisterasche. Gar nichts. Oh wait, doch, da war noch ein Dogo. Ja, gut. Der sucht mich wahrscheinlich jetzt immer noch. So. Da ist noch so ein Nackedei-Dude. An dem vorbeireiten. Verfolgt mich auch nicht. Ja gut, dann wenn der eh nichts droppt. Wobei, ihr müsst wahrscheinlich aber alle besiegen und gucken, ob der denn was droppt oder nicht. Die Peitschenhütte. Okay. Was tust du? Hört um des Mitleids willen auf ihr Platz ist im Gefäß. Darin erwartet euch die Nachteiligkeit selbst. Das ist das Schicksal von Schamanen wie euch. Allein dafür wird euch das Leben gewährt. Okay. So nennt man den Arbeitsplatz einer Domina. Ah, nice. Davon ist nochmal ein Ort der Gnade. Dann können wir den einmal aktivieren und nochmal zurückreiten und den anderen... den nackten Dude da, keine Ahnung, auspeitschen oder so. Ja, wir spielen immer noch Elden Ring. Hier kann man nackte Männer auspeitschen. Oh, da unten könnte ich auch entlang. Das ist ein Kreuz von Mikela eventuell sogar. Nee, vielleicht bloß nur normal als Grab einfach. Könnte ich den sogar backstabben da hinten? Könnte ich sogar wirklich, ne? Nicht, dass das viel gebracht hat, aber... Was? Was war das bitte für eine Reichweite an Schaden? So. Junge, die machen aber auch guten Schaden. Kommen hier bitte noch an. Nope. Ist wieder jemand mit Kacke an mir geworfen. So. Meine Güte. Die hatten viel Kacke dabei. So, und ich meine, einen hatte ich da hinten noch gesehen, ne? Ja. Versuchen wir... Was, hat Sven ja gerade einen Kratzbaum durch die Gegend getragen? Ich vermute mal, beziehungsweise ich sehe gerade, dass er unseren Ventilator mal durch die Gegend getragen hat. Und kein Kratzbaum. Ich wüsste auch nicht, wo wir plötzlich einen Kratzbaum mehr haben sollten. Haben wir drei große Herrscher weggehauen. Der hat legitim einfach, keine Ahnung, wahrscheinlich maximal nur ein paar Seelen, Runen gebracht. Ja, falscher Knopf schon wieder. Kratzbaum für die Meris. Not sure about that. Ja gut, da... Ah ne, Moment, da unten ist noch ein Weg, ne? Dann gehen wir erstmal den Weg. So ein Venti würde ich jetzt auch nehmen. Ist schon angenehm, ne? Die kühle Luft. Natürlich nicht dauerhaft. Und mit Juna müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen besser aufpassen, dass die da nicht zu viel kühlen Wind abbekommt. Aber ansonsten schon geil, ne? Hier kühlt es sich gerade ab wegen Unwetter. Schick's mal rüber. Nehme ich auch gerne. Na gut, aber hier geht die Karte gar nicht so sehr weiter. Mir macht so ein bisschen Sorgen, dass hier überall Zäune sind. Als würde man... Ja, irgendwas hier fernhalten wollen. Und ich habe gerade Skorpione gesehen. Und zwar die richtig ekligen.
Ich laufe mal schnell erstmal hier rein. Also ich will die aber trotzdem einmal kurz besiegen gehen. Aua. Einfach nur für zum Umschauen halt. Von daher, wenn ihr gerade nicht so geil seid auf Spinnenviecher, guckt am besten weg. Oh nice, der ist in einer Combo einfach tot. Ja, die Zootheorie lebt weiter. Skorpion haben wir jetzt auch. Da sind ja noch zwei da hinten. Die? Wenn einer kommt, okay. Wenn zwei auf einmal kommt, nee, danke. Aber hier scheint sonst auch nichts weiter zu sein, außer der Kerka. Auch noch umhauen. Vielleicht droppt ja einer von denen irgendwie was für uns. Überraschung! Oh, der ist ein bisschen stärker. Droppt er jetzt was? Eine Skorpionleber. Yay! Na gut, dann haben wir zumindest die Gegner hier auf dem Weg zum Kerker noch gemacht. Dann ab in den Kerker. Und du so? Wer hat was gegen Zäune? Nun. Ich nicht. So. Mal gucken, wie, ob der jetzt auch so ähnlich aussieht wie der Kerker, den wir schon mal hatten. Ah ja. Auch wieder mit den ganz vielen Töpfen und dem Blaustich. Oh Gott, und den Viechern. Aua! Holy! Das war viel Schaden. Könnt ihr bitte aufhören, mich anzulutschen? Lass mich raten, das ist ein Shortcut von der anderen Seite. Ich bin mir sicher, dass ich die Tür aufmachen kann. Dann ist es wahrscheinlich eher eine Sackgasse. Oder ich kann irgendwo runterfallen. Vielleicht ist es ja wirklich ein Shortcut. Eine normale Tür? Schon, ne? Habe ich auch nicht erwartet. Oder ist hier das Optionale? Und hier ist einfach nichts drin. Nö, ist einfach nichts. Dann müssen wir doch da in das Loch runterfallen. Komme ich da unten noch irgendwas Gemeines erwartet? So. Wobei der Kerker schon wieder ganz anders ist als der letzte, weil hier auch sehr viel mehr so Höhlengänge sind. Und Ratten. Große Ratten. Und aggressive Ratten.
mehr? Nein. Der Zoo füllt sich. Schon. Vielleicht kriegen wir mal wieder auch ein paar nicht ganz so eklige Tiere. Weil weder Ratten noch Skorpione sind somit meine Lieblingstiere. Ratten okay, sind noch in Ordnung. Skorpione eher so meh. Oh no. Kannst du dein Zeug mal in dir drin behalten? Anscheinend nicht. Muss nämlich wieder auf mich gekotzt werden. Der Horntalisman der Tapferen plus 2. Na guck mal, und da komme ich wieder zurück. Und ich kann auch einmal in Innenrichtung laufen. Was macht er überhaupt? Erhöht die Robustheit, okay. Ist für irgendeinen Status resistent. Irgendwas Niedliches bekommen? Schafe, Pferde oder Katzen? Ja, du musst aber denken, was auch immer dann hier kommt, will uns ja töten. Ist ja dann schon nicht so nett. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch irgendwas gerade noch an der Decke gesehen. Ja, ich gehe einfach weiter. Oh, hier geht es gar nicht weiter. Hä? Ah! Den Weg habe ich übersehen. Wie viel Schaden mache ich hier eigentlich? Okay, zu wenig. Und tschüss. Jetzt nochmal aktivieren? Für alle Fälle? Ich sehe schon, hier wurden viele Leichen in diesen Keller gespült. Ja. Some Potties. Kann ich den ignorieren, indem ich einfach hinten rumlaufe? Wir müssen ja nicht jeden Pott kaputt machen. Manche von denen sind sicher auch nett. So wie der da. Also der gehört nicht zu den netten. Wie viel Schaden mache ich so? Selbst die Kleinen halten echt so viel aus. Das ist schon krass. Hat der Groß mittlerweile eigentlich gesehen? Nee. Ist weitergegangen. Hello. Oh, nice. Mein Blut hat den Rest übernommen. Lassen Sie das. Alter, Junge. Diese Explosion macht einfach so viel Schaden. Die ist super gefährlich einfach. Oh wait, das war nur eine Kerze. Das war gar kein Item. Okay. Da fällt noch einer raus.
aus. Diesmal nicht. Kann es sein, dass die, wenn die mit Feuer in Kontakt kommen, einfach explodieren? Oder wirklich einfach nur, wenn sie angegriffen werden? Da sind noch ein paar von denen, Doodaloos. Kommt da jemand um die Ecke geschossen? Nein? Okay. So. Weg. Weg. Alle weg. Unser Kerker, ich hab dich genau gesehen. Dieser Kerker ist echt lang. Kann ich hier durch? Oh ja, wieder eine normale Tür. So langsam ist Alex entsetzt, dass ich hier durch normale Türen einfach durchgehe. Welcher Kerker ist das? Der von Bonnie. Dann hier hin. Was? Oh! Der fährt runter, das ist ein Aufzug. Was? Das habe ich nicht erwartet. Wer geht schon davon aus, dass so ein Ding einfach ein Aufzug ist? Hallo und tschüss. Und tschüss. Ich glaube, da lang musste ich. Sollte mein Aufzug im Keller besser beschildern oder ausschildern. Oh, wait, Moment. Das war das, wo ich hier umdrehen musste direkt. Jetzt kann ich bis dahin ja erstmal einfach durchlaufen. Hab ja alles erkundet. Mit dem Dach. Und auf Wiedersehen. Hallo und tschüss. Hallo und tschüss. Manchmal ist es besser, wenn man ein paar Sekunden wartet. Das stimmt. Aber man kennt mich ja. Ich bin gerne ein bisschen ungeduldig. So. Dann, bitte fahren Sie mich runter. Muss man wirklich ein paar Sekunden warten, bis der überhaupt losfährt? Was ist das? Was hast du da? Ist einfach nur eine Lampe? Ist wahrscheinlich wirklich einfach nur eine Lampe im Boden. Okay. Ah, dahin ist der Boss auch. Perfekt. Oh, vielleicht zwei von euch. Moment. Lass mich mal boosten. Oh, nice. Das Feuer hat ihn zuerst gekillt, bevor er explodiert ist. Nee, du kannst nicht einfach so platzen. Naja, umso besser. Hm. Ah ja, die Maden. Hallo! Oh shit. Okay. Also Kerker sind leider schon ein bisschen gemein, dass sie so gesetzt sind, dass du sie beim spontan vorbeilaufen oft nicht siehst einfach. So, Statue der Marika ist hoffentlich hier auch irgendwo. Ah, da, perfekt. Okay, dann Boss-Time. Was haben wir diesmal?
Jemand, der in der Finsternis kämpft. Yay! Aber... Der konnte ja gar nichts! Der hat ja gar kein Leben gehabt. Okay. Wollte sich antäuschen und anschleichen und dann ist er einfach umgekippt. Okidoki. Dann haben wir die Ecke hier auch. Was? Was mal gerade passiert ist. Dann können wir hier hinten weiter erforschen. Ich habe kurz auf Discord gehört, ich habe den Boss noch nicht mal gesehen. Nun. Der war leider auch nach zwei Angriffen schon tot. Naja. Dann gucken wir hier halt weiter. Haben wir hier durch diesen Wald durch? Na guck mal, dann kommen wir von da aus hier auf die Kirche. Alternativ ist dann vielleicht ein Weg nach unten zum Wasser. Nein. Zumindest nicht von hier aus. Bin noch mal gespannt, ob irgendwie noch groß andere Gebiete auch. Natürlich. Na gut, dann machen wir erstmal die Wölfe alle weg. Ob wir noch so ein bisschen von der. Ja, wie soll ich sagen, von dem. Von den Biomen, nenne ich es mal. Auch so ein paar andere Gebiete haben, weil wir jetzt. Was? Was? Achso, hinter mir! Hab ich gar nicht gesehen, Junge. Und dann noch einer. Könnt ihr mal aufhören, so rumzuhopsen? Eigentlich wollte ich dem da einen Pfeil in den Arsch schießen, um ihn zu besiegen. Kriegsasche tobende Bestie. Okay. Ihr droppt ja Bestienknochen. Ja, kommt mal her. Die kann ich nämlich gut gebrauchen, um Pfeile in der Not mal herzustellen. Okay. Ich glaube, gerade Open-World-Spiele, jeder erlebt das wirklich komplett anders. Kannst wahrscheinlich echt keine zwei Runs miteinander vergleichen. Manche gehen da so durch die Welt, manche gehen da ganz anders durch die Welt. Ich glaube, im Base Game haben wir uns quasi doch schon recht an die Standardreihenfolge der Gegner gehalten. Also sprich Godric, Rinala, Radahn. Und dann, keine Ahnung, Morgoth sogar auch als nächstes schon gemacht. Und irgendwann auch noch Rykard. Aber theoretisch kann man das auch alles komplett andersrum machen. Du kannst ja legitim, glaube ich, einfach sogar zu Morgoth gehen, bevor du überhaupt gegen Margit kämpfst. Du musst nur zwischendurch mal so einen Lavadrachen besiegen. Ist das gesperrt? Nein. Dann hüpfen wir einmal davon. Ja, fast. Hüpfen wir einmal davon. Hilfe! Was hat es jetzt gebracht, hier hochzugehen? Gar nichts. Cool. Dann gehe ich wieder. Dann einmal runter. Ah, jetzt bin ich wieder bei dem gelandet. Okay, Junge. Alle Wege führen zum Ofengesicht. Ich habe das Gefühl, ich bin immer kurz davor, hier gerade von irgendwelchen fetten Flammen getroffen zu werden und laufe den irgendwie ganz knapp noch weg. Ah, die verfolgen einen. Dann haben meine Befürchtung vielleicht sogar gar nicht mal so falsch. Kann ich dich?
vergiften? Das ist viel Schaden, den er macht. Ich wüsste zwar nicht, wie das funktionieren sollte, den zu vergiften. But we can try. Aua. Treffe ich ihn gar nicht, wenn er seinen Kopf hin und her bewegt? Das kann sehr gut sein. Vielleicht lassen wir das auch einfach, wenn ich mir angucke, was für einen Schaden der macht. Gehen wir einfach. Wisst ihr, was witzig wäre? Einfach in sein Ding da oben reinzuspringen.